Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und ich glaube, der Tausch wird kurz heute, weil es gibt was richtig Cooles, aber auch relativ Einfaches zum Anwenden. Und das möchte ich euch mal zeigen. Und zwar hat Stability AI ein neues SDXL-Model released. Das sehen wir hier. Ich bin auf der Seite von Stability.ai und die haben jetzt ihr sogenanntes SDXL Turbo Model released und das ist tatsächlich ein Model, welches in der Lage ist, mehr oder weniger in Echtzeit Bilder zu generieren mit nur einem einzelnen Step. Und ich zeige euch jetzt mal gleich, wie man das im Comfy UI anwenden kann. Vorher müsst ihr noch wissen, es wird auch also explizit gesagt, das ist non-commercial, also nicht kommerziell, sondern nur für Forschungszwecke. Ihr könnt das privat zu Hause natürlich ausprobieren. Aber ne, kein Geld damit verdienen an der Stelle. Und die Models, ich packe euch den Link hier in die Beschreibung rein. Die Models findet ihr auf der Hugging Face Seite dazu. Der Link ist hier. Klickt da drauf. Und wenn ihr hier oben dann auf Files and Versions klickt, dann seht ihr hier die beiden SDXL Turbo Models. Es gibt noch einen anderen Weg, einen bequemeren Weg an die Models zu kommen. Das zeige ich euch auch. Aber das ist eine Möglichkeit. Der andere Weg ist nämlich, wenn ihr auf die Comfy UI Seite geht, also GitHub Page von Comfy UI selber, der Link ist immer unten in der Beschreibung, dann geht einfach hier auf Comfy UI Examples und hier sehen wir schon, es gibt eine SDXL Turbo Section. Klickt da drauf. Wir kriegen eine sehr, ich würde sagen, dezente Beschreibung des Ganzen, aber hier versteckt sich natürlich wieder mehr Information, als man annehmen darf. Auf jeden Fall hier oben habt ihr auch noch einen Link zum Checkpoint, also zum Model. Wenn ihr da drauf klickt, leitet euch diese Seite direkt zum kleineren der beiden Models um. Mit dem Precision 16 Model. Da könnt ihr hier auf Download klicken. Allerdings könnt ihr hier auch wieder dann auf die Files and Versions hier oben klicken und kriegt dann hier bei Bedarf auch das große Model, aber ihr seht schon, es ist einfach doppelt so groß, wie ihr wollt. Ladet euch beide runter, spielt damit rum. Ich habe jetzt keinen Unterschied gesehen. Und das Beispiel, was ich euch gleich zeige, machen wir auch mit dem FB16 Model. Deswegen, ja. So, wie können wir da jetzt am schnellsten in das Thema reinkommen? Und zwar, ich habe hier Comfy UI laufen. So, wie gehabt, halt falsche Seite, hier. Nehmt euch dieses Bild hier von der Comfy UI Examples Seite, geht damit rüber an euren Tab, zieht es rein und ihr habt den Workflow, den man dafür braucht. Und da fällt als allererstes auf, es gibt hier oben eine neue Node, die SD Turbo Scheduler. Das bedeutet, updatet euer Comfy UI einmal, entweder über die Update Bud im Update Folder eures Comfy UIs oder wenn ihr den Manager habt, drückt mal hier Update All, dann wird auch Comfy UI geupdatet. Und dann kriegt ihr diese Node. Neu sind auch diese Sampler Custom, beziehungsweise die Sampler Custom und Sampler Select sind nicht wirklich neu. Die kamen schon vor einiger Zeit raus. Wenn man mal hier eben zurückgeht auf den Comfy UI Blog, dann sehen wir, dass hier schon am 8. Oktober neue Sampler Nodes hinzugekommen sind. Die waren dabei. Die dienten ursprünglich eher dazu, so wie ich das verstanden habe, dass man Entwicklern für Custom Nodes die Möglichkeit gibt, bestimmte Dinge auszulagern, wie Scheduler und Sampler. Auf jeden Fall kriegen wir hier die Turbo Scheduler Node. Und die ist hier, jetzt muss ich gerade selber erst nochmal gucken, die ist im Ordner Sampling, Custom Sampling Schedulers ST Turbo Scheduler. Die haben sie hier einfach dazwischen reingezogen. Wir haben hier einen Sigmas Output. Der wird akzeptiert von dem Sampler Custom. Der Sampler Custom befindet sich auch im Buch. Jetzt habe ich alles markiert da hinten. Das ja, mache ich gar nicht. So, der Sampler Custom befindet sich hier auch im Custom Sampling Ordner unter Sampling. Hier ist also alles Vanilla Comfy UI, was wir uns jetzt hier angucken. Und hier vorne sehen wir schon, der FB16 Checkpoint wurde geladen, den wir vorher runtergeladen haben. Also ich hatte das ja schon im Vorfeld gemacht. Die Save Image Node ist ausgeschaltet an der Stelle. Aber hier steht schon, ihr könnt mit Ctrl M die anmachen. Das mache ich jetzt gerade mal nicht. Wir bleiben mal hier, weil ich glaube tatsächlich, das werden wir gleich sehen,
dass die Safe Note wahrscheinlich ein Bottleneck ist. Weil es geht so rasend schnell. Es ist unglaublich. Was auch noch aufgefallen ist, ist hier, man sollte den Seed hier auf Fix stellen. Das ist hier an dem Beispiel, habe ich bisher ja noch nichts geändert. Auf Fix stellen, damit man auch wirklich die Änderungen am Bild sehen kann und nicht noch randomized unser Seed dazwischen funkt. Und die CFG ist an der Stelle auch auf 1, also sehr, sehr klein gewählt. Da können wir gleich nochmal gucken schnell, was sich hierbei ändert. Allerdings ist das, glaube ich, ein ganz guter Wert. Und wir wollen jetzt erstmal nur hier in das Thema reinkommen. Euren Sampler selber könnt ihr hier auswählen. Hier habe ich an der Stelle auch noch nicht sehr viele Unterschiede jetzt eben beim Testen mal sehen können. Wir bleiben einfach mal, weil ich möchte euch einfach nur mal die Magie hinter dem Ganzen jetzt zeigen. Und das ist schon beachtlich. Wichtig vorher ist noch, so sieht ComfyUI ja aus, wenn ihr es startet. Ihr müsst hier noch extra Options eintragen und dann Auto-Cue. So, das bedeutet nämlich, jedes Mal, wenn eine Veränderung im Workflow ist, kümmert sich ComfyUI selber darum, ein Bild zu generieren. Und dann müsst ihr einmal auf Cue Prompt drücken. Ja, okay. Ich habe den Checkpoint nachher runtergeladen. Jetzt müsste es gehen, Cue Prompt. So. ComfyUI kannte den noch nicht, hatte ComfyUI gestartet und dann den Checkpoint geladen. So, jetzt ist er schon geladen, jetzt rattert es los. Einmal und plupp, da haben wir ein Bild. Und wenn ich jetzt hier einfach in unser Positive reingehe, einmal STRG A drücke und das Ganze lösche, haben wir eine Veränderung und es kommt ein neues Bild. Und jetzt kann ich einfach anfangen hier zu tippen. Cute Cat. Dann kriegen wir eine süße Katze. Wearing a large hat. So, sitting in a field of flowers, cartoon style. Ja, was soll man dazu noch sagen? Es ist halt einfach, es ist wirklich rasend schnell. Also während ich tippe, noch bevor ich hier zu Ende getippt habe, kann ich überhaupt das Ergebnis da hinten dann mir angucken. Also der ist schon, bevor mein Auge hier rüber schwenkt, ist der bei mir schon eigentlich fertig. Und ich mache hier unten mal eben unsere Negatives rein. Und jetzt können wir den Prompt auch wechseln. Einfach Cyberpunk Woman walking through a Cyberpunk styled city. Es ist noch nicht so ganz schön, zugegeben, das Gesicht und sowas alles. Aber wie schnell das Basebild einfach generiert wird. Ich will aber ein Close-Up davon haben. Close-Up sieht so aus. Okay, ich probiere mal Portray. A dog barking at a man. So, jetzt kann man hier mal gucken, ob man einen besseren Seed sieht. Wer bellt denn da wen an? So, hier unten können wir noch reingeben. Sketch Drawing. Und hier oben Photorealistic. Und ja, kurzes Video wahrscheinlich, weil damit könnt ihr jetzt einfach mit einem Step Bilder generieren. Und was ich eben meinte mit dem CFG hier, ich nehme nochmal eben die cute Katze. So. Und wir können ja jetzt auch in Echtzeit einfach überprüfen, was der CFG hier macht. Also wenn wir den runterdrehen, sehen wir schon, dass das Bild schlechter wird. Ich drehe ihn mal hoch. Bis zu einem gewissen Grad geht das noch. Aber irgendwann kippt es hier auch um und wird schlechter. Also ich würde sagen so 1,0 bis 1,2 vielleicht. Weil 1,0, ich würde dann schon eher zu 1,1 tendieren hier. Ich sag mal, die Katze soll noch ein bisschen Milch trinken. So. Smiling. Kriegen wir eine smilende Katze hin? Ja, das ist, wer die Viecher kennt, weiß, die Katze ist schon echt super glücklich. Workflow reinziehen.
dann habt ihr hier schon mal so einen Base-Workflow und auf jeden Fall diesen Sampler verwenden. Ich denke mal, alles andere kann man noch aus Custom Nodes verwenden hier. Wir brauchen die Turbo Scheduler Node. Ich habe nämlich mal kurz probiert, das Ganze mit den Tiny Terra Nodes aufzuziehen und das funktionierte noch nicht so. Es ist wirklich, wirklich ganz frisch rausgekommen jetzt, dieses Model. Ich denke mal, die Custom Node Entwickler werden da noch ein bisschen Zeit brauchen, zumindest mal so 1 bis 3 Tage, um sich darauf einzustellen und das Ganze umzubauen. Zumindest mit den Lieblingsnodes, die ich gerade sonst immer so verwende, auch in den anderen Videos, funktionierte es nicht so gut. Aber ich meine, von hier aus, das ist ja jetzt kein kompliziertes Setup. Zieht euch das Bild hier rein, nehmt den Workflow und von hier hinten könnt ihr ja auch weiterhin wieder in Upscaling-Prozesse oder sonst was gehen. Wobei, ich würde den Upscaling-Prozess wirklich erst dann einschalten, wenn man hier auch zufrieden mit seinem Base-Bild ist an der Stelle. Warum es noch auf 512x512 ist, obwohl es ein SDXL-Model ist, weiß ich jetzt nicht. Ich halte mich mal hier an das Beispiel, ihr könnt das ja gerne mal hochdrehen, aber umso langsamer wird es natürlich. Ich gebe ja nochmal Orange Cat ein und wir haben eine orangene Katze. Also es ist richtig cool einfach. Zumindest um das Prompting zu bearbeiten, die Einstellungen anzupassen und schön. Macht der CFG jetzt hier? Der macht es nur ein bisschen blasser an der Stelle. Ich finde 1,1 tatsächlich ein bisschen besser, aber das ist Geschmackssache. Wenn ihr Fragen habt, haut es in die Kommentare. Ihr seht, wie schnell es bei mir ist. Nochmal, ich habe eine 3080 Ti verbaut bei mir im Rechner. Es wird auch wahrscheinlich auf langsameren Rechnern sehr schnell sein und sehr gut funktionieren. Wir haben hier immerhin nur noch einen Step. Wir können das hier oben übrigens, können wir die Steps erhöhen. Es wird dann natürlich ein bisschen langsamer dadurch. Mit einem Step finde ich es besser. Ich weiß jetzt auch nicht, warum er das hier unten jetzt ignoriert. Realistic. Ja. Ich gehe schon wieder ins Spielen über. Es ist erstaunlich. Ja, das ist ein guter Einstieg in das Thema. Ihr könnt es gerne jetzt auch schon selber ausprobieren. Wie gesagt, die Models runterladen auf der ComfyUI-Seite, wie ich es euch gezeigt habe. Zieht das Bild rein. Ab da könnt ihr auch den Workflow dann mal als JSON speichern, wie ihr möchtet. Ihr könnt ihn hier hinten erweitern. Ihr könnt hier vorne die Nodes austauschen. Wichtig im Moment, denke ich, ist der Sampler Custom und hier dieses Konstrukt. Jetzt rastet das alles ein, hier wegen meinem Snapping. Das Konstrukt hier oben. Und ja, alles Weitere wird sich mit der Zeit, glaube ich, auch zeigen. Jetzt sind wir ein bisschen überfordert. Jetzt haben wir Stable Video Diffusion gekriegt und jetzt auch noch Turbo SDXL. Es geht schnell voran, meine Freunde. Also, viel Spaß beim selber rumspielen und beim Live-Prompting und Bilder beobachten dabei. Es fasziniert mich sehr. Ich finde es richtig, richtig cool. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin und tschüss!